Jetzt hab ich dir bis 10 Minuten hätte oder was? Wenn's dann halt dunkel wird. Ist mir egal, da ist eben tief schwarze Nacht und du kletterst hoch. Was für eine Meise oder was? So, und ich mache jetzt meine Höhle unten so, dass ich, damit ich eigentlich mein Bett dort einfach platzieren kann oder an der anderen Scheiße. Wow. Mein Werkzeug zumindest mal wieder. Obwohl, warte mal. Ha, mein Bett existiert auch noch. Wenn ich das schön einrichte und schön mache, dann könnte es sogar bleiben. Dann sehe es sogar noch schön aus. Ja, ich werde es lassen. Ich werde die Höhle jetzt noch schön gegliedert und ordentlich ab. Mähen. Mach das. Und abmetzeln. Damit es einen schönen Eindruck hinterlässt. Ich hab mein Bett wieder. Es wird aber jetzt sehr viel Arbeit werden. Aber mir egal. Hauptsache ich muss die Hülle nicht zumauern. Aber da fällt mir ein, da hätte ich auch eine tausende von Steine mehr besorgen müssen. Egal. Oh, cool, ist angestellt. So eine Scheiße, aber. Wenn ich gleich mal hier unten bin, kann ich gleich mal Stollen anlegen. Kann ich kleine irische Mine eröffnen. Yeah. Mein Bett habe ich zumindest wieder, Gott sei Dank. Das hätte ich umgebracht. Hier kommt schon der Sport. Muss man Minenschachtel einreichen, ne? Ich ja. Für die ist nur eine Lösung. Zieht. Wenn ich erbe, würde ich es dann schnell nehmen, wenn ich loslege. Oh ja, Gabbelstone. Was denkst du denn schon wieder? Gabbelstone. Ja. Ah, ist auch nicht weit. Gabbelstone. Kacken. Was ist eigentlich jetzt mit deinem neuen Pornokiller? Hat er schon offen oder? Muss ich noch bauen. Achso, wird langsam aber Zeit. Aber dafür bräuchte ich sehr viel Wolle und Redstone. Ich habe schon die perfekten Heftchen als Textur. Scheiße. Ja, fast gestorben. Scheiße, mein Left. Left the game. Before you die. So, und zum Abschluss noch was Gesundes, ein Apfel. Und zum Abschluss sag ich nochmal heiße Scheiße. So. Scheiße, da ist meine riesen Luft drauf stecken. Jetzt gibt's erst deine Mineralien. War ein Scherz. Nee, ich mein Tails. Die verreckt Gott sei Dank nicht. Nee. Noch ne. Weil der gerade in Flammen aufgegangen ist. Ja, safe. Jetzt werd ich schon was. Oh, Scheiße. Jetzt sagt er, sein Bett ist verbrannt und alles. Alles ist verbrannt. Mein ganzes Material ist futsch. Und was für eine bescheuerte Lavastrom und direkt unter dem Boden war, was ich mir gesehen habe. Meine Fräse, wie oft soll ich dir das abschließend schon gesagt? Du seid, wenn du scheiß Mine oder den Kack da unten abbaust, du hast Blubber Blubber oder so eine Scheiße, dann sollst du gefälligst immer dieses vertikale Unbohren unterlassen. Und was ist denn hier los? Ich werd kein Morden, das ist los. Du doch, ne. Echt? Ja, ist der da leicht langsam. Ja, und jetzt mach mal Let's Kill together. Mach doch mal die Tür als Tür hier auf. 64 Kills, 3 Sekunden. Wie geht das? Mega Nuke neben Haus gezündet. Mensch, wieso geht denn die Tür nicht auf? Tja, weil du noch keinen Türknopf beerdigt hast. Ja, wollten wir ja auch noch machen. Dafür nein, der Türknopf, er ist schon wieder weg, er wurde geklaut, deswegen wahrscheinlich. Brauchst du mal ein Bett? Oh, es wird schon lange. Oh Mann, ey, wie schnell das wieder... Und, Kohlebob, wenn wir das durchziehen wollen, die Beerdigung, dann muss ich die BR... Dann brauche ich ein Bett. Ja, das auf jeden Fall. Und den Sarg. Erst, na, den Sarg werde ich dann bauen, aber zuerst brauche ich ein Bett. Dann machen wir es auch mit diesen Schiedsrichtern, ja. Wissen noch damit? Drachenkiller. Mensch, was leckt denn hier so jedes Mal? Das war lustig. Viel Arbeit. Viel Arbeit. Warum?
Keine Ahnung. Wird schon noch dunkel, ich muss ja irgendwas bauen. Wir können da schon langsam auf den Schlafposten begeben. Ja schön, ich hab gebettet mehr, weil wenn es verloren gegangen ist, meine komplette Rüstung ist futsch. Ja, dann musst du noch mal ausgehen, während das mit dem Schlafen machen. Ja komm, erleichter was, erleichter. Ja schön, was. Meine Diamantspitzhacken sind futsch. Ja. Spitzhacken? Bam, bam, bam. Wie viele hattet er? Ich hatte zwei, ja. Oh nein, zwei! Diamant, was, Diamant? Oh, das ist schon... Nur alles, was ich so brauche. Wieso brauchst du denn zwei gleichzeitig? Kann man es auch schon mit zwei Händen hacken? Nein, damit ich wissen, welche Kleine habt, damit ich noch mal neue, damit ich mehr noch neue dabei habe. Aus dem Dunkel, es kommt ein Monster, okay, wir gehen schlafen. Schnell, ich muss das Loch nicht machen, bevor sie sich dort runterstürzen. Achso, ich hab's. Okay, ist mal Zeit schlafen zu gehen. Oh, würdest du mir jetzt mal Zeit zum Löcher flicken lassen? Oh, oh scheiße, das schlafen gehen, Alter. Ey, musst du mal leften. Bin im Bett. Ja, gehst du noch mal raus. Bleib schon bis gleich draußen, ne. So, dann müsst ihr genau der L raus und dann... So, Elros liegt jetzt auch im Bett. Okay, so, ich auch. Tails, du kannst wieder. Ich die ganze Zeit. Oh, hat funktioniert. Alter, ist es hier unten dunkel. Das ist hier für eine Gruft hier unten. Einmal können wir den Türklopp nahe hier unten beerdigen. Mhm. Gute Idee. Immer noch einen kleinen Gruft hier unten. Was ist denn da los? Wenn sie reagiert nichts mehr. Dann hast du vielleicht gerade eine Scheißverbindung. Deine Mutter hat eine Scheißverbindung. Wenn du jetzt auswählst, was bringst du dich um? Dann bring mich doch um. Ja, nein. Schnell hier das Bild anschaulich design die Höhle, danach komme ich vorbei. Verboten. Danach muss ich die Löcher flicken. So. Oh nee, ich bin nur noch mal der Workbench rausgekommen. Scheiße. Boah. Das kotzt den an, wenn Fraps immer wieder neu anfängt. Ich hab gesagt Fraps. Nicht erwähnen. Das kommt nicht. Weil es dann immer so ruckelt. Aber. Ja meine ich ja. Ich hab keinen Namen gesagt. Ich lange diskutieren, da gehen schön. Das sind alles schon Zeug, was man dann ausspricht. Ganz normaler Name. Von dem Buch. Aber. Aua. Aua, 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 aua. Ja, das ist ja nicht wenn ich erwähne. Normalerweise bist du gezwungen, den sogar nochmal oben einzublenden. Na damit, was du es aufgenommen hast, aber das muss man nicht. Aber eigentlich sollte man. Als Quellenangabe. Weil das ja hier so ist. Naja. Sonst kommt nicht gleich die GEMA. Ja, außer du kommst aus Indien oder einem anderen Ausland. Also ich muss dich auch da gut verkaufen, weil sonst wissen alle, dass du Deutscher bist. Oder sagen wir ehemals Deutscher. Ich komme aus Indien, ja? Ich weiß nicht, die deutschen Gesetze nicht gehört, ja? Ich kriege auch nicht, was der für eine Scheiße ist. Du an mich aber auch. Guck mal, ich kann nochmal von vorne machen. Scheiße. Ich grab mit meiner rechten Hand, mit meiner rechten Hand könnte ich auch noch so manche andere Sachen machen. So. Leck das hier übrigens so und das hätte ich manchmal doppelt einfach mal Blöcke. Ja, es leckt. Hilfe, das stürzt jetzt, ein. Jetzt weißt du mal, wie es mir die ganze Zeit geht. Rettet mich. Was liegt ja daran, dass der PG5 Elros noch geht, Default Texture Pack eingestellt hat. Hilfe. Gut, dass ich noch Gold bauen hatte. Habt ihr auch schon das große Loch gesehen? Was dort mitten in der Landschaft bei mir aufgetan hat. Nee, wir haben nur einen Haufen Mülleimer gefunden. Alter, das Loch ist durch, weil ich Sandgestein drunter weggemacht habe, entstanden. Alter! Ah! Was halt die Scheiße?
Das Loch ist ja klein nach meiner Haus, neben meiner Haustür. Das ist blöd, du kommst aus der Tür raus, dann blam, bumm, liegst du gleich unten. Was soll die Scheiße? Jetzt geht die kaputt, was kann ich jetzt mit? Gott sei Dank hab ich einen zweiten Spalt. Wieso? Dostek war in dem Video nicht die Gamer beleidigen. Ach komm, dann machen wir mal ein Video, dann drehen wir einfach mal ein Video mit, wo wir mal so ein nur verbotenes Zeug reinstellen. Das könnten wir mal machen. Kenn ich schon jemand, der das gemacht hat. Ach so? Jo. Jedes einzelne Musikstück, was da reingestellt wurde, sofort gesperrt. Ich hoffe, ihr hört nicht meine Fressgeräusche. Hey, ich bin clever, ich habe jetzt Wasserfallen direkt in den Minenschacht mal gerichtet. Komm ich ohne Probleme mit runter. Was soll ich davon halten? Das Loch ist direkt von meiner Haustür. Ja, also wann ist das jetzt mal vorbei? Ich krasse das! Wann ist denn das vorbei mit dem, was du rausschneidest? Ich werde nur das kurze Stückel rausschneiden. Meistens. Ja, na gut. Der behilft, na gut, ich weiß nicht, also ich denke mal, wenn wir das dann morgen machen, dann bestimmt alles schaffen. So, jetzt gucken wir mal, was es hier noch so schönes zu machen gibt. Was haltet ihr davon, wenn ich hier so eine Treppe runter ins Wasser mache, so einen kleinen Steg, dann hier so eine Doppeltür aus Metall und dann hier so eine Treppe nach unten. Zu dem Portal, sozusagen, dass man es unten auf. Ja, eine Option. Kannst du mal nehmen. Ja, aber ohne Haus, einfach so ein Portal mit. Ja, wir müssen schon einen Raum drum machen. Ansonsten kannst du es eh nicht anmachen. Nö. Kannst du es dann eh nicht anschalten. Nö. Wenn du jetzt weiterhin so redest, hat dann noch der Drachenkiller noch mehr rauszuschneiden. Das ist nämlich gut. Ich hab nicht dagegen. Boah, Alter, da setzt die Treppe hier völlig falsch rum. Bekloppt ist das. Okay, sorry, ich lasse das dir jetzt, wir halten jetzt die Schnauze, machen sonst was, nicht rum, die sind da ein Vollidioten und machen dabei noch Grimassen. Ist auf kurze Rische. Aua. Macht einfach weiter mit eurer Scheiße. Oh, ich hasse, dass ich jetzt eh mal und das jetzt zweimal, wie bekloppt ist denn das? Kann man das nicht irgendwie umstellen? Ja, okay. Denkst, kannst du ja mal tippen, dass jetzt immer zweimal ist. Muss aber mit dem Maus-Sensitivität mal wieder umstellbar sein. Oh, das ist doch dumm, wenn gleich alles dir entgegenkommt. Wer hat die Scheiße hier gebaut? Tja, das ist eine Arbeit, hat man. Bestimmt ist so eine hessische Scheiße bauen. Oh, Licht. Ist hier Licht? Ah, mach Ende das des Tunnels. Was ist das? Wir hören wie Viecher mögen das Licht nicht. Was ist das? Tja.
Es ist das Ende. Das Ende der Welt. Oh mein Gott, ihr seid so pessimistisch. Und da haben die mich immer pessimistisch genannt. Gestern hab ich Lexa 888, ich hab gestern einen Film gesehen, da kam sogar ein Tankkappenbomber vor.